Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute schauen wir auf den Vergleich Rathaus 14 gegen Rathaus 15. Wie sehen sie aus? Was haben sie für Ähnlichkeiten? Was haben sie für Unterschiede? Wie schlagen sie sich in der Verteidigung? Ich habe da mal was vorbereitet. Das Video war doch sehr aufwendig zu produzieren. Also, wenn es dir gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Abonnier den Kanal Creator Code MBF nicht vergessen. Also, beide Rathäuser haben ja 5 Level durch den Giga Inferno, ne? Der kann auf Level 5 gebracht werden. Da ist natürlich schon mal eine Gemeinsamkeit vorhanden, aber wo die anderen Gemeinsamkeiten liegen und wie die einzelnen Level aussehen bei Rathaus 14 und Rathaus 15, das schauen wir uns jetzt an nach dem Intro. Fantastic. Okay, lasst uns mal direkt reinstarten. Das ist schon mal der direkte Vergleich zwischen den beiden Rathäusern. Ich habe es versucht, so darzustellen oder beziehungsweise so abzubilden hier, dass es gleich groß ist, dass man halt einen schönen Vergleich hat, wie denn diese beiden Rathäuser nebeneinander aussehen. Wir sehen ja ganz eindeutig bei Rathaus 14 das Dschungeldesign, was wir kennen. Obendrauf die goldenen, diese goldenen Sachen drauf. Dann sehen wir natürlich noch das Grün. An der Seite der Wasserfall, auch in Grün gehalten. Dann oben noch ein bisschen so ein paar Seerosen, die da schwimmen auf dem Rathaus. Wir sehen den lila Teppich. Die Dorffrauen laufen da immer mal wieder rein, raus. Naja, nicht wundern, auf jeden Fall. Und wichtig, die 1 ist vorne. Ne? Giga Inferno Level 1 ist da vorne abgebildet. Dann lass uns doch mal drauf gucken. Rathaus 15, das frisch vorgestellte Rathaus. Wir sehen den Teppich, den roten Teppich. Der ist jetzt allerdings noch sehr klein, der wird sich ja gleich vielleicht noch ändern. An der Seite sehen wir schon ja, so eine magische Quelle, will ich es jetzt einfach mal nennen. Das Rathaus hat ja sowieso dieses magische Thema, so wie sie es auch bezeichnet haben. Oben die Öffnung, die ist auch schon so ein bisschen mysteriös. Man weiß ja, der Giga Inferno kommt da raus. Die goldene Zahl für die 1 ist an der Seite und vorne das Symbol, was sich komplett durchzieht. Durch die ganze Rathaus 15 Thematik, ne, dieses... Ja, ich sag mal, das umgedrehte, das ist ja eigentlich ein Dreieck, es ist ja egal, wie rum du es drehst im Endeffekt, es bleibt ein Dreieck. Oben noch die Treppen und insgesamt natürlich nicht mehr grün und gold, sondern wir haben Gold. Wir haben aber auch lila und so ein bisschen weiß und so ein bisschen Silber noch dabei. Das auf jeden Fall schon mal Rathaus 15 ein Stern und Rathaus 14 ein Stern. Okay, ich entdecke da definitiv ein Schema, was Rathaus 14 und 15 angeht. Denn bei Rathaus 14 hat sich was getan. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Gold, sowohl auf dem Dach als auch an der Seite. Diese beiden goldenen Linien, die an der Seite sind, das hat sich auf jeden Fall bei Rathaus 14 getan. Bei Rathaus 15 haben wir ein bisschen mehr von diesem, ich würde jetzt mal sagen, es ist so hellgrau. Kann man das sagen? Es ist, glaube ich, doch hellgrau, was wir an der Front sehen. Natürlich, was gleich ist, ich möchte natürlich das Ganze auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wir haben die 2 vorne bei Rathaus 14 und natürlich wieder die 2 an der Seite, beziehungsweise an den beiden Seiten bei Rathaus 15. Das schon mal zu Level 2, Giga Inferno Level 2 und nun zu Level 3. So, Level 3. Und was hat sich bei Rathaus 14 getan? Ich kann es euch sagen. Obendrauf ist ein bisschen mehr Gold, beziehungsweise die Klappe, wo der Giga Inferno rauskommt, ist komplett aus Gold jetzt. Und an der Seite dieser kleine Wasserfall, der ist etwas größer geworden. Natürlich genauso wie dieses, ich sage jetzt mal, Auffangbecken, der kleine Wassergraben, wo natürlich der Wasserfall reingeht. Das ist auch etwas größer geworden bei Rathaus 14. 3 Sterne natürlich, dann vorne die 3. Allerdings, die Treppe hat sich jetzt nicht geändert und auch nicht der lila, beziehungsweise, doch, es ist lila, der lila Teppich. Dann Rathaus 14, natürlich an den Seiten, die römische 3 steht für 3 Sterne Giga Inferno. Dann, ihr seht das quasi vor dieser Klappe, wo der Giga Inferno rauskommt und hinter der Klappe, da haben wir jetzt noch so leichte silberne Akzente auf beiden Seiten. Das sieht richtig, ich muss aber wirklich sagen, richtig genial aus. Die haben sich echt selbst übertroffen, was Rathaus 15 angeht. Richtig, richtig genial. Und an der Seite diese mythische, diese magische, diese mysteriöse Quelle, die ist etwas größer geworden. Das muss ich sagen, gefällt mir wirklich richtig gut. Es kann natürlich jetzt sein, dass ich ein paar Sachen übersehe. Es tut mir leid, aber dafür ist das Video natürlich auch da. Ihr könnt gerne mitdiskutieren, ihr könnt es gerne speichern, ihr könnt es gerne kommentieren.
Ihr könnt gerne jeden einzelnen Unterschied zwischen den einzelnen Leveln entdecken. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Und nun gucken wir auf Level 4. Okay, Level 4. Ich gucke mir das natürlich immer vorher an, bevor ich das jetzt hier kommentiere, was sich denn da so getan hat. Und im Endeffekt könnte man es zusammenfassen als: Es ist mehr Gold vorhanden und das sowohl bei Rathaus 14 als auch bei Rathaus 15. Bei Rathaus 15 muss man allerdings noch dazu sagen, die Treppe, sie hat jetzt auch diese, ich sage mal, so silbern gehaltenen Akzente mit dabei. Also der Teppich ist in der Mitte, der rote, links und rechts diese silbernen Akzente. Aber wir sehen jetzt auch, dass da ein bisschen mehr Gold vorhanden ist, sowohl beim, ja, ich sag mal, beim Fundament des Rathauses als auch obendrauf. Da ist auch mehr Gold und bei Rathaus 14 natürlich das, ja, wie soll ich es sagen, das charakteristische Design, diese geschwungenen Fragmente an der Seite, quasi bei der 4, ne, bei der 4 vorne, das, was so ganz typisch ist für Rathaus 14, das sehen wir da vorne an der Front und das gefällt mir auch richtig gut. Also Rathaus 14 hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, so auf den ersten Blick. Wo ich das wirklich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ist ein bisschen komisch, aber dann hat sich es im Endeffekt super schnell gelegt und ich dachte, das passt, vor allem wenn man die ganzen Sachen natürlich drumherum sieht. Mauern, Gebäude und so weiter, ne? Das passt dann alles, das hat alles Hand und Fuß. Bei Rathaus 15 natürlich auch, das sieht auch einfach richtig genial aus und ich finde auch so ein bisschen auch im Stil der alten Rathäuser gehalten, wenn man sich so diesen kompletten Stil anschaut. Das fügt sich doch wunderbar ins Gesamtbild ein. Aber die schlauen Füchse unter euch haben wahrscheinlich gemerkt, dass natürlich noch ein Level fehlt. Und zwar Giga Inferno Level 5. 5 Sterne Giga Inferno, also 5 Sterne Rathaus 14 und Rathaus 15. Was hat sich getan? Ja, das, sagen wir mal so, der Sockel, das Fundament, da wo der Wassergraben ist, das geht jetzt einmal komplett drumherum bei Rathaus 14 und bei Rathaus 15 auch. Und bei Rathaus 15 hat sich auf jeden Fall richtig was getan. Oben ist viel mehr Silber auf dem Dach und das Logo vorne, quasi das, was ihr da vorne seht, was vorher in Silber war, über der Treppe, das ist jetzt in Gold. Das ist Rathaus 15, 5 Sterne und es sieht wirklich gigantisch aus, muss man sagen. Aber was wäre natürlich ein Video ohne Angriffe? Wir vergleichen das jetzt mal. Lass mal angreifen. Ich habe, Moment, ich muss mal ganz kurz überlegen. Erst Elektrodrachen, dann Miner, dann König, dann Königin und dann Lakaien. Also, los geht's mit den Angriffen. Lasst uns direkt reinstarten. Ich habe das jetzt mal versucht, so übereinander zu legen, dass quasi die Rathäuser zeitgleich fallen. Damit man das einfach mal als Vergleich hat. Da kommen sie nämlich schon an. Die Elektrodrachen, aber natürlich maxed jetzt für Rathaus 15, ne? Oh, da geht's schon los. Da sieht man das jetzt super, finde ich, im Vergleich. Das siehst du super im Vergleich. Natürlich, klar, wenn es explodiert, sieht es gleich aus. Aber dieser Giga-Inferno auf beiden Rathäusern, der ist natürlich schon total unterschiedlich. Das ist das Interessante an der Geschichte. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen nämlich die Miner. Da sind sie. Oh mein Gott, 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 da sind sie. Oh. Ja, bring. Ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe so gelegt, dass es gleichzeitig fällt, weil es in meinen Augen einfach am sinnvollsten war. Und jetzt 3 Sterne. 3 Sterne, jetzt kommt natürlich der König. Da ist auf der rechten Seite ist er etwas schneller. Das bedeutet, er hat natürlich dann, ja gut, klar, er muss ja auf der rechten Seite schneller sein, weil er ja quasi schneller das Rathaus auf der linken kaputt macht. Ist ja logisch, ne? Weil das Rathaus rechts ja mehr Trefferpunkte hat und natürlich dann auch mehr Schaden austeilt. Was aber egal ist, weil der König ja generell relativ viele Trefferpunkte hat. So, jetzt die Königin. Da ist sie wieder natürlich als erstes, unsere Halloween-Gruselkönigin. Das sieht schon gut aus. Also dieses Rosa, ne? Oder sagen wir mal, dieses Pinke von dem Giga-Inferno. Das sieht richtig geil aus. Vorher hat er mir auch gut gefallen, gar keine Frage. Und jetzt gefällt er mir immer noch. Na, sieh mal an. Und jetzt kommen die Lakis. 50 Stück. 50 Stück habe ich gesetzt. Und sie werden natürlich ordentlich geröstet und kriegen das Rathaus aber trotzdem kaputt. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, wenn du bisschen was mitgenommen hast, vielleicht, was die beiden Rathäuser angeht, Gemeinsamkeiten, also was man vielleicht als Gemeinsamkeit mitnehmen kann, ist, dass doch die Designaspekte eigentlich
von den Änderungen her beibehalten wurden. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn außenrum ein bisschen was an Design verändert wurde, zum Beispiel bei Rados 14, einmal drumherum ein bisschen mehr Gold, dann ist es bei Rados 15 oft auch so gewesen. Das war dann halt eher in Silber oder halt dieser komplette Rahmen in Stein außenrum, damit du diesen Wassergraben hast, zum Beispiel von Level 4 auf 5. Das hast du dann bei Rados 15 auch, halt in einer anderen Farbe und natürlich auch nicht so direkt als Wassergraben, sondern ich würde es eher als mythische Quelle bezeichnen. Oder was habe ich noch? Obendrauf, wenn du obendrauf was änderst, bei der Öffnung von dem Giga Inferno zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, die sich eigentlich dann gleich ändern, halt immer angepasst ans Farbschema. Was natürlich hier noch das Besondere ist, dieses Symbol, was da vorne drauf ist, was erst die ersten vier Level in Silber ist, dann ist es in Gold. Das hast du halt nur bei Kratos 15. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sind schon in der neuen Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.